Willkommen zurück zu Guacamelee. Wow, ich habe die Quests hier, die Kombos fertig gemacht. Ich habe jetzt 100% in Santa Lucita. Dieser Poncho, diese Kombos waren böse. Und wir haben Poncho jetzt leider getötet. Also endgültig. Poncho ist weg. Da gibt's nichts mehr. Hier waren auch 100%, ja. Wir gucken mal im Pico de Gallo, was es da gibt. Ja, wir sind immer noch weiter auf der Suche nach 100% und deswegen habe ich auch gerade Poncho erlegt. Um auch den Quest zu schaffen. Leider müssen auch mal Opfer sein. Es gab ein Lebensupgrade für die eine Variante. Ah, hier fehlt tatsächlich einiges. Wow, hier fehlt einiges. Denn nicht da überall. Da hinten. Okay. Genau. Es gab ein Lebensupgrade für einmal Quests Kombos abschließen und ein Ausdauer-Upgrade für ein zweites Mal Kombos abschließen. Und ab dann war Poncho punched out. War das das Richtige? Ja, da wollte ich hin. Und zwar will ich einmal ganz runter. Ah, wir können auch mal... das restliche Zeugs kaufen. Das heißt, wir haben jetzt die ganzen, den ganzen Shop leer gekauft. Außer Kostümen. Ja. Wenn ich die Gegner einmal hab, dann auch mal durchaus richtig. Ups. So viel zum Thema, wenn ich die Gegner einmal hab. Ey! Jetzt. So, rausgetreten, rausgedodged. Wow, dass das Ausweichen geklappt hat. So. Ein bisschen niedriger, danke. Und den Angriff wollte ich vorher machen. So. Da landen, da alle Wege frei machen. Und ich bin gleich da. Hier wollte ich hin. Warum hat er jetzt ein grünes Schild? Dann töte ich ihn einfach. So. Hühnerverwandlung, Ei werfen. Ab nach unten und Truhe einsammeln. Und was soll das da? Danke Spiel. Falscher Knopf, ich weiß. Okay, das sind zwei Aufgaben in einer. Und die sieht auch sehr eklig aus. Okay, kein Doppelsprung gehabt. Nicht landen können. Nicht gelandet. Nicht gelandet. Das kann man nicht zielen. Nee, das kann man überhaupt nicht zielen. Was ist das denn für eine Scheiße? Ja, danke Spiel. Nicht mal da darf ich landen.
Ah! Nein. Na, warum? Warum lande ich da nicht auf den Plattformen? Ich sehe noch, wie ich auf dem Eck der Plattform stehe, aber nö. Hab sie. Boah, danke. War nur Geld, aber gehört zu den Prozenten. 73%, hier ist noch mehr. Hier ist noch mal was. Oh mein Gott. Wo muss ich noch mal hin? Aua, der hat mich ein bisschen rausgeprügelt und das, wo ich gerade einen Kill-Move machen wollte. Ich war eigentlich schon am Kill-Moven. Und da war ich jetzt auch am alles Mögliche eingeben. Und nicht... Ah, das Spiel denkt, ich will mich an der Wand festhalten. Wer ist da hier an der Wand? Plötzlich will ich mich hier festhalten. Nein, ich will da hoch. Das reicht nicht. Das müsste reichen. Ja. So, das sind Kombo-Gegner. Und ein... Oh. Nicht so einer, nicht so einer. Der ist unblockbar, der ist unblockbar. Wichtige Sache, die ich von der Combo-Quest gelernt habe. Bevor man eine grüne Attacke macht, immer einen Punch nach unten machen. Ah, das Eck, was ich sehen wollte, habe ich jetzt gesehen. Wo ist hier noch was Verstecktes? Habe ich alles. Da ist ein roter Stein, klar. Den müssen wir aber nicht machen. Irgendwo, wo ich die Wände nicht alle abgecheckt habe. Das muss ja eigentlich dann irgendwo sein, wo ich die Wände nicht ganz abgecheckt habe. Dass ich den Weg jetzt nicht sehe. So, das zählt alles noch hier dazu. Okay, na dann. Da unten ist noch Weg. Was ist mein leichtester Weg? Ah, ich hätte ihn fast in die Decke reingekriegt. Komm mal her. Jetzt läuft er nach hinten. Dann komme ich halt zu dir. Ich meine, der Raum war relativ easy. Ja, ich wollte gerade ausweichen. Ah, danke Spiel. Oh, das war jetzt Dummheit, aber so geht's auch. Dann darüber. Hier wieder umdrehen, hier wieder umdrehen. Okay. Ich wollte sagen gelb, aber gut, dann halt nicht. Ah. Okay, das heißt, jetzt will ich... Eigentlich will ich nach oben raus. Aber das darf ich nicht. Es sei denn, ich gehe diesen Weg hier. Yeah.
Ersten vermöbelt. Zweiten vermöbelt. Aber hier komme ich auch nicht da. Gab es da nicht einen schnelleren, leichteren Weg durch dieses Gebiet hier? Nee, anscheinend nicht. Na gut, vielleicht finde ich ja unterwegs noch irgendwas, was ich nicht eingesammelt habe. Ach, hier lernt man ja erstmal... Hier lernt man erstmal fliegen. Das war die Stelle. Das sieht aus, wie wenn ich alles hätte. Und wenn man dann weiß, was man machen muss, ist das Ganze auch relativ easy, hier so durchzukommen. Nur so schräge... Ah, die schrägen Plattformen. Ich erinnere mich an den. Über die hatte ich auch geflucht. Na, vor allem über die hier. Ja, ich weiß wieder. Nein, 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 nein. Wenn mir dann nichts mehr anderes bleibt, außer zu sagen, nein, 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 dann ist irgendwie doof. Jetzt flieg, jetzt springe ich zu hoch. Was war das denn? Landen. Ich lande nicht auf dieser Plattform? Jetzt. Okay, jetzt mal da. In dem Raum könnte man natürlich auch noch erwarten, dass da irgendwo ein Secret ist. Aber es sieht nicht so aus. Hier irgendwas? Eigentlich wollte ich darüber, dass ich das machen kann, dann... Oh. Ja, danke. Genau da wollte ich landen, dass ich hier hoch kann. Upsala, falsches Rätsel. Warum, Spiel? Ich brauche mehr Zeit. Ich sollte natürlich nicht den... Boah. Ich muss mal landen. Das war sehr knapp. Ich darf natürlich nicht den Werfenknopf drücken, wenn ich mich eigentlich an der Plattform festhalten will. Das war extrem knapp. Also hier ist überall nix. Nee. Wenn ich bedenke, dass ich diesen ganzen Weg hier gerade nur mache, weil ich wieder nach oben will. Ups. Jetzt. Ich will doch nur noch... Jetzt trifft der Gegner mich. Nicht dein Ernst. Und ich kann nicht mal zurückschlagen. Da war der Ausgang. Ah, man kann sich nicht... Man kann sich nicht verwandeln. Moment. Manny Calavera. Da ist Manny Calavera. Nice. Dass ich den natürlich direkt erkenne, ist cool. Ah, hier ging's raus. Okay, so kommt man zum Schädel. So kommt man hoch. Dann will ich jetzt in den Kanal...
Gott, ich weiß schon gar nicht mehr, wo ich hin wollte eigentlich. Kanal haben wir auch nur zu 75%. Ah, da ist eine... Da habe ich es gesehen. Machen wir mal das zuerst, weil das sieht nach einer eindeutigen Sache aus. Nicht schon wieder ein Hühnerlabyrinth. Oh, come on. Ey, nicht schon wieder ein Hühnerlabyrinth, ne? Brak, brak. Ich habe keine Ahnung, welche Richtung gut sein könnte. Aber ich glaube, die war gut. Aber es war nicht alles. Das war nicht alles. Mario Kart. Wow. Da waren nette Kombos. Ne, da will ich jetzt nicht runter. Wenn ich jetzt da runter gehe, dann komme ich wieder nicht hoch. Aber ich komme da wahrscheinlich auch nicht hoch. Scheiße, das ist das Problem. Da komme ich ja auch nicht mehr hoch. Doch komme ich. Wenn ich richtig im richtigen Moment verwandle, komme ich da hoch. Rein. Wechsel. So. Gut, dann will ich jetzt mal viel, viel weiter nach links. Da komme ich aber nicht mehr hoch. Gott, nein, ich muss das ganze Ding nochmal machen. Na gut. Wo war der Eingang? Dass der Eingang auch so weit weg sein muss. Oh, come on. Nein. Oh, da haben wir ja auch noch eine Quest. Gegner töten im Kanal. Wir haben auch noch eine Quest mit den Gegner töten im Kanal. Ich erinnere mich, da war was. Aber wo war der? Also gut, hier ist eine Statue. Ja, das passt hier alles. Hier rüber. Ja. Das muss ich drücken. Okay, ja, ich sollte vielleicht auch den richtigen Knopf drücken. Tak, tak, tak. Das sieht aus, wie wenn ich da alle Wege hätte. Also, in dem unteren Bereich und so. Moment, Moment, Moment. Sehe ich das richtig, dass hier jetzt... Ja, das war's. Wir haben alle Wege. Also es gibt keine offene Abzweigung mehr. Jetzt muss ich nur den Weg raus wiederfinden. Okay, hoch. Oder nehme ich den... Ich nehme den Weg. Okay, 80%. Das war gerade ein bisschen ein Reflexkampf. War gar nicht so geplant, dass ich den
Gegner One Combo. So, wir gehen mal zurück zur Stadt. Ich dachte eigentlich, dass der töte alle. Ist das nicht toll hier? Oh, Moment, was ist das? Ach, da oben war ich schon, okay. Wo war denn der Typi? Da hinten ist noch einiges, genau. Okay, ich muss also ganz darüber. Aufnahmezeit ist eigentlich schon wieder beendet, wie so oft, aber ich will noch ein extra. Danke, Gegner. Okay, da konnte ich jetzt nicht zurückrollen. Warum auch nicht? Und der Kanal ist laut. Der Kanal ist und bleibt laut. Da hätte ich fliegen können. Da kann ich einfach drüber doppelt springen, das ist schön. Zack, zack, zack. Die Hühnerverwandlung hat mir zu lange gedauert gerade. Oh, ein Elite-Gegner. Was sucht denn der hier? Also außer seinem Tod. Okay, wenn ich einfach komboen darf, dann bin ich relativ gut sogar mit meinen Kombos. Wenn ich die Gelegenheit habe, wirklich meine Kombos rauszuhauen. Ja, dich wollte ich eigentlich gerade damit überraschen. Okay, ich habe gerade was Wichtiges erfahren. Ah, da bin ich in den blöden Angriff reingerollt. Hier ist noch ein Hühnerweg. Da oben ist ein Weg. Hier sind jetzt wieder viele Wege. Ich habe gerade was erfahren. Ich stehe an der Wand. Ich drücke hoch, ups, hoch und Y und ich mache einfach meinen Dash ohne, dass ich vorher mich an die Wand halten muss. Okay, das hier ist Rückweg. Ganz offensichtlich ist das hier Rückweg. Ich habe auf jeden Fall noch so ein Viech besiegt. Also ich glaube, ich habe halt alle. Das ist ja noch diese eine Nebenquest, die wir haben. Okay. Den Raum kennen wir auch schon. Das heißt, es geht jetzt noch unten weiter. Also nochmal die Info, die ich gerade hatte. Man muss nicht eine an die Wand springen, um von der Wand um von der Wand loslaufen zu können. Das war schlecht. Axolot-Volltreffer, du mich auch. Okay, wird gespeichert. Ich beende den Part. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Lasst in jedem Fall Kommentare und konstruktive Kritik da. Und ansonsten wie immer, bis zum nächsten Mal. Einen schönen Abend noch und tschüss.